Hi Leute, ich bin's wieder, BadAngel115. Wir haben wieder mal ein kleines Unboxing. Ich weiß schon, was es ist, aber für euch soll es eine Überraschung sein. Deswegen schauen wir es uns mal an. Ich weiß natürlich nicht den Zustand oder sonstiges. Aber da bin ich jetzt selber mal gespannt, wie der Zustand ist. Und ihr seid vielleicht gespannt, was es sein könnte. Wieder mal mit einer Hand. Irgendwann habe ich das perfekt drauf, denke ich. So. Also gut eingepackt ist es definitiv. So. Man kann es eigentlich schon fast sehen, was es ist. Frisch ersteigert. So, es ist Mario Kart Double Dash. Ja, also dieses Spiel ist ja wirklich ziemlich begehrt, habe ich gemerkt, auch im Netz. Und wie verrückt sind die Dinger am Ersteigern und am Sammeln. Ich habe mir das jetzt aus England geholt. Aber es ist egal, es ist die PAL-Version. Von daher kann ich das spielen. Und ob ich das jetzt auf Deutsch spiele oder auf Englisch, ich bin mir gar nicht sicher. Wahrscheinlich kann ich vielleicht sogar noch auf Deutsch spielen. So, was haben wir denn hier? Wir haben alles komplett. Sogar noch mit Extras. Pikmin 2, Soul Calibur 2. Ach, das waren noch Zeiten. Geil, einfach nur geil. Die werden natürlich wieder da reingelegt. Das Wichtigste kommt natürlich jetzt, weil ich Erfahrung habe mit England und ich habe ziemlich oft auch wirklich verkratzte Sachen bekommen. Und diese CD ist natürlich jetzt wieder eisig kalt, weil sie gerade unten... Oh, jetzt ist die Frage, ist sie ziemlich verkratzt oder nicht? Ich putze sie jetzt mal ein bisschen ab. Tja... Also ich sag mal, sie ist in einem sehr guten Zustand. Ich habe es mir jetzt angeschaut und natürlich sind da ein paar Mini-Kratzer drin, die sehe ich auch. Aber nicht, dass man sagen könnte, dass die irgendwie... Sieht zwar ein bisschen hier komisch aus, aber die ist wirklich in Ordnung. Gott sei Dank. Tja, Mario Kart Double Dash. Hat mir auch noch in der Sammlung gefehlt. Hört hier auch um... 30, 40 Euro immer gehandelt, schätze ich mal. Das heißt, schätze ich mal, habe ich bis jetzt nie darunter gesehen. Wenn man Glück hat, vielleicht mal irgendwo 25 oder so. Ja, Leute, das war mal wieder ein Unboxing. Diesmal wirklich mit Mario Kart Double Dash für den GameCube. Passt auf, Leute, ich zeige euch noch was anderes. Ich habe noch was anderes bekommen. Wenn ich schon mal dabei bin, zeige ich euch das gleich mal. Passt mal auf, Leute. Dann habe ich die Tage noch für die Wii U. Call of Duty Black Ops 2 bekommen. Hat mich sowieso immer mal sehr interessiert. Ist eigentlich ganz cool. So, dann zeige ich dir jetzt noch was anderes. Dann ist dieses gute Schätzchen bei mir angekommen. Resident Evil 3 Nemesis. Und zwar wirklich die Uncut Edition aus England. Echt ein geiles Ding, muss man wirklich mal sagen. So. Dann, was mir auch noch in der Sammlung gefehlt hat, Resident Evil Code Veronica für die GameCube. Auch die englische Version, also wirklich definitiv uncut. Also wenn ihr mal genau hier hinschaut, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Resident Evil 2, Resident Evil 3, gucken, ob der Fokus hinhaut. Ich hoffe mal, ja. Definitiv, da ist der Fokus. So Leute, seht ihr, also es hat ganz schön hingehauen. Es hat mir echt gefreut, dass die Dinger angekommen sind. Hier haben wir wirklich noch ein paar Resident Evil Code Veronica und auch nochmal ein Dreier. Ein paar Wii-Titel. Aber die werde ich euch irgendwann nochmal extra vorstellen, weil dann mache ich wieder ein Update von meiner Spielesammlung. Aber ihr seht jetzt definitiv, dass hier einiges ist. Auch einiges doppelt, das gebe ich zu. Aber ich bin ein richtiger Sammler von Resident Evil. Gut Leute. Das war BadAngel115 und wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Dankeschön!